Vor allem nicht als Gegend. Als Block. Ja. Aber doch nicht als Gegend. Also ich kenne keine Gegend, die so aussieht. Sorry. Und das ist auch noch riesig. Diese Gegend ist einfach riesig. Und das da ist irgendwie grobe Erde oder was? Ja. Die wird nicht grün. Das finde ich dagegen wieder cool, eigentlich so für Wege. Irgendwie so grobe Erde. Und da unten kommt man sich vor wie, keine Ahnung was, als wäre da irgendwie ein Meteorit eingeschlagen. Muss sagen, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Mal gucken. Also in diese Seite weiterbauen. Die Wahrscheinlichkeit schon mal ziemlich klein, finde ich jetzt. Weil, ja, das sieht nicht schön aus. Aber mal gucken, was dahinter noch kommt. Das heißt ja nicht, dass man, ja, einfach nirgends mehr weiterbaut. Gut, eine U-Bahn so weit nach hinten, das würde Ewigkeiten dauern. Das ist natürlich dann auch wieder übertrieben. Aber wer weiß, da hat so ein Fliegeding. Naja, Fliegeding ist übertrieben. Und hier ist einfach überall Lehm. Überall. Und dann auch immer solche Späte. Naja. Ich versuche hier einfach mal irgendwie ein bisschen weiterzukommen. Was gar nicht mal so einfach ist. Und dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich werde dann nachher noch ein bisschen über den Sprachaufenthalt was erzählen. Wie es mir so gefallen hat und so weiter, was ich so gemacht habe zum Teil. Und dann ja mal schauen. Das ist so ein V-Tal. Und bald wird es mal wieder Nacht. Okay. Ja gut. Und hier ist einfach nur Leben. So übertrieben lange nur Lehm. Ich bezweifle schon fast, dass noch irgendwann mal was anderes kommt außer Lehm. Ich sprinte jetzt ein bisschen mal da hinten. Da hinten ist Sumpf. Aha, Sumpf. Viel besser. Ach, auf Blätter kann ich das ja nicht platzieren, das Bett. Ja, genau. Aber so rum. Mal gucken. Jetzt ist auf jeden Fall wieder Tag. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll hier jetzt. Aber ich finde das übertrieben. Solche Lehmgegenden. Da unten ist Sumpf. Vor allem, weil die auch so riesig sind. Die sind jetzt wirklich, also diese Gegend hier ist riesig. Und die geht da hinten weiter, bis das Auge reicht. Und da ist irgendwas mit Schnee. Das gehe ich kurz angucken. Also hier werde ich sicher nichts bauen. In diesem Lehmzeug. Außer es gibt wirklich eine sehr gute Idee. Aber die hätte ich momentan nicht.
Da ist eine Höhle. Und da oben ist Fichtenbäume auf Bergen. Das sieht echt gut aus. Das Problem ist, ich bin, glaube ich, schon relativ weit weg von zu Hause. Und ja, ich möchte halt nicht zu weit weg alles bauen. Mist. Das muss man halt auch irgendwie verstehen. Weil wenn wir alles so weit auseinanderbauen, dann haben wir riesige Wege. Und da U-Bahn zu bauen, das würde einfach extrem lange dauern. Und ja, das ist, glaube ich, auch nicht gerade das, was ihr wollt. Andererseits sieht das hier natürlich auch extrem cool aus. Das ist mir schon bewusst. So dann auch wieder nicht. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen unsicher. Weil ich glaube, hier sind wir wirklich schon relativ weit weg. Andererseits sieht das natürlich hier wirklich gut aus. Und da hinten sind auch wieder normale Gegenden. Aua, das war nicht gerade so gewollt. Ich weiß es nicht. Hier haben wir auf jeden Fall Birkenwälder. So. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen was über den Sprachaufenthalt erzählen. Der ging nämlich vom 26. April bis am 8. Mai 2015. Wir waren in Bordeaux in Frankreich. Und ja, was kann man da jetzt groß sagen? Ich muss ehrlich zugeben, das ist nicht so meins, so Sprachaufenthalt. Allgemein, so Fremdsprachen ist nicht meins. Kann ich eigentlich nicht gut. Und ja, so Sprachaufenthalte sind nichts für mich, finde ich jetzt. Also ich, freiwillig würde ich es nie machen. Das war obligatorisch von der Schule aus. Freiwillig würde ich es wirklich nie machen. Ja. Das ist halt so. Ja, so. Man lebt halt dann bei einer Gastfamilie, die man überhaupt nicht kennt. Dann ist natürlich alles ganz anders als bei einem Zuhause. Die Sprache ist halt völlig anders. Und ja, klar, notgedrungen kann man sich in Französisch dann doch einigermaßen gut verständigen, so dass die anderen verstehen. Aber trotzdem. Ja, trotzdem ist halt das. Ja, das Reden relativ schwer. Und deswegen, es hat mir auch einfach nicht so gut gefallen. Weil es war einfach so, wir hatten Schule und in der Schule war es einfach jeden Tag das genau gleiche. Das heißt, wir hatten überhaupt keine Abwechslung. Wir hatten einfach jeden Tag Schule, immer genau das gleiche. Also es hat vier verschiedene Sachen gegeben, nämlich entweder Hörverstehen, Leseverstehen, Aufsatz schreiben oder einfach sprechen über ein Thema. Und das ist natürlich nicht gerade das, was ich als Abwechslung verstehe, wenn man 8 Schultage hat in diesen 12 Tagen und die auch ein bisschen, also meistens war es so durchschnittlich, dass die Schule bis 3, halb 4 ging, also es waren 7, 6, 7 Lektionen pro Tag dann durchschnittlich, das 10-mal oder 8-mal irgendwie so, 7 Lektionen, ja, kann man schon so sagen. Und es war halt dann doch relativ lange. Ja.
Wenn man zu Hause war, waren wir meistens im Zimmer, also viel gemacht haben wir nicht. Es war halt wirklich einfach so, man ging in die Schule, man hatte mit der Schule Exkursionen, wo man ein bisschen Bordeaux angeguckt haben oder wir haben ein Schloss besichtigt. Und wir sind noch an den Atlantik gegangen, die Dune du Pilat angucken. Was wirklich ein das Beste ist, was wir ja, was wir in den ganzen 12 Tagen gemacht haben. Und sonst war man halt mehr oder weniger entweder in Bordeaux, da ein bisschen rumlaufen, durch die Läden oder was auch immer, ein paar Sachen noch angucken oder halt einfach zu Hause bei der Gastfamilie am Laptop. Ich habe ja da auch noch viele Thumbnails und so gemacht, wenn man es nicht gemerkt hat. Und das war es dann auch eigentlich. Also nichts Spezielles und auch nicht sehr spannend, mehr langweilig als sonst was. Und deswegen freiwillig würde ich es nicht mehr machen. Ist halt einfach so. Anderen hat es vielleicht gut gefallen. Die sind dann auch immer noch am Abend lange ausgegangen. Das bin ich ja sowieso nicht der Typ dafür, weil ich bin ja Frühaufsteher. Und als Frühaufsteher muss man halt ziemlich früh ins Bett. Und da kann ich nicht groß ausgehen. Ist auch nicht so meins. Ist nicht so meine Welt, da so ausgehen. Und dieses Lied hatten wir schon mal. Kommen irgendwie immer die gleichen. Also ich habe, glaube ich, 500 verschiedene Lieder in dieser Playlist. Und das hatten wir schon zwei, dreimal. Also, ja. Und hier überall Wälder. Das ist schon wieder so einfach normal. Also diese Lehmgegend gefällt mir auf jeden Fall nicht. Das kann ich schon mal sagen. Das heißt, wir müssen vielleicht wirklich gucken, dass wir dann auch die andere Seite weiterbauen.